Nun zeige ich euch, wie man die Tests noch weiter. Dafür will ich jetzt diesen Test hier mit beiden Browsern testen. Und dafür bietet JUnit eine Methode an, nämlich, ich mache das mal vor, ich sage hier run this parameterized. So, damit sage ich JUnit, dass dieser Test mehrfach mit verschiedenen Parametern laufen soll. Jetzt spezifiziere ich die Parameter. Das ist eine Klasse, ich meine eine Methode. Die gibt die verschiedene Mengen von oder Listen von Parametern zurück. So, ich gebe eine Liste zurück und zwar eine zweidimensionale Liste, denn eine Liste enthält immer alle möglichen die Parameter für den jeweiligen Aufruf. Ich habe hier so in diesem Fall will ich einmal als Parametermenge Firefox übergeben. Und dann zum zweiten Mal Chrome. Da habe ich eine Klammer zu vergessen. So, und jetzt erstelle ich hier einen Konstruktor. So, diesem wird dann für einen Testaufruf wird dem jeweils einer dieser Parameter oder eine Menge, eine Liste dieser Parameter übergeben. Also zuerst Firefox. Dann will ich, dass als Browser, als globale Variable Firefox gesetzt wird. Und beim zweiten Mal wird hier Chrome reingesetzt. Dann werden die alle Tests mit Chrome gestartet. So, jetzt lasse ich den Test mal laufen. So, jetzt wurde für diesen Test Firefox geöffnet. Im besten Fall ist es dann erfolgreich und hier läuft jetzt der Test nochmal durch mit Chrome. Und so kann man die gleichen Tests in verschiedenen Varianten laufen lassen.